So, willkommen zurück bei Let's Play Okami Den. Wir waren gerade bei der Preisfrage des Jahrtausends stehen geblieben. Put man Paku in the Cannon? Ja, nein, vielleicht ja. Okay. Und jetzt kann ich mit seinen Haaren die Lunte zünden. Faszinierend. Now it's your turn to come onto this side. Ich möchte aber bitte nicht hinterher gebombt werden. Ich mach das lieber so. Das ist eine deutlich elegantere Art und Weise, darüber zu kommen. Finde ich. So, das muss weg. Oh Mann, ey. Was für ein komischer Kerl. Okay. Aha. Da brauche ich 4 Stück von. Okay, this beat goes here. Okay, dann ist das wahrscheinlich später so der ultimative Raum oder so. Auf jeden Fall, ach du Scheiße. Aha! Nein, ich will nicht durch die Gegend glitschen. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Kann man das wegmachen? Ja. Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, lass mich zurück. Ich will zurück. Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich gib mir die Schatztruhe. Gib mir die. Ah, ich will die Schatztruhe haben. Nein, 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 nein. Gib her, gib her. Nein, nein, nein. Okay. Wir kriegen die Schatztruhe. Wir kriegen die Schatztruhe ganz bestimmt. Nee, wir kriegen die Schatztruhe nicht. Wieso kriegen wir die Schatztruhe nicht? Kann man nicht mal eben sagen, Wind, mach mal Halt irgendwie? Okay, ich krieg noch raus, wenn man diese Schatztruhe bekommt. Solange glitsche ich hier mal so durch die Gegend. Das geht mir jetzt irgendwie gerade auf den Keks. Da ist eine Schatztruhe. Aber ich, auch wenn ich A drücke, also wirklich Marathon drücke und da versuche hinzukommen, es funktioniert irgendwie nicht. Do you see that? It's like ice needles sticking out of the ground. Stepping on them would hurt your paws. But I can get across without them hurting me. Ach, das ist seine. Take me over to the other side, okay? Klar. Wenn du willst. Das ist also seine Guidance-Fähigkeit. Dass er durch Eis stacheln kann. Okay, now use that vine power of yours and I'll pull you here. You over. Aber ich wollte doch noch die... Ich wollte das Ding da doch noch nehmen. Und jetzt muss ich mit ihm rüberkommen. Ich hasse sowas. Nice, now that's teamwork. Ach so. Ich wollte gerade sagen, nein, ich wollte eigentlich. Ich hänge? Ah, nee, ich ertrinke. Ach so. Das ist fast genauso gut. Ah. Springen. Sehr schön. Spirit Ink as obtained. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Aber hey. Das kann man vorher nicht wissen. Das war jetzt auch nicht so sinnig. Okay. Ich gebe es zu. Was ist... Wie mache ich das Ding denn jetzt wohl platt? Ey. Lass ihn in Ruhe. Bist du bescheuert? Hallo?
Okay. Was war denn das jetzt für eine Freakshow? Willst du mich? Sag mal, irgendwie. Nimm ihn noch mal. Guck, da ist er. Nimm ihn noch mal. Braver Junge. Nein, ich benutze mein Paku Poku. Heißt jetzt Poku Poku heißt er, glaube ich. Ich dachte mir vielleicht. Icewind Key 4 obtained. A mysterious key for opening doors. Ey. Das Viech nervt mich. Ich weiß nicht, wie ich das platt machen soll. Von der Sorte, das. Diese Sorte. Das war auch das, was bei mir nicht angezeigt wurde. Aber ich glaube, das war da irgendwie mit Feuer oder so. Wo gucke ich heute eigentlich schon wieder? Kreaturen. Okay, der ist auch neu. Der wird mir nicht eingetragen jetzt. Seht ihr das? Das müsste der sein. Oder ist das der? Nee. Wie mache ich den platt? Kann mir das mal jemand sagen? Irgendwie muss man den ja. Also ich will den jetzt auf jeden Fall platt kriegen. Komme, was wolle. Ich will, dass der mir da drin registriert wird, wisst ihr? Also dass ich den da auch reinbekomme. Und dafür opfere ich jetzt auch ein bisschen Zeit und meinen Popo. Ich glaube, er ist kaputt gegangen. Na, endlich. Wurde er mir jetzt endlich eingetragen? Irgendwo hier. Da. Blue Hat. Und mir fehlt Red Hat. Wahrscheinlich, weil ich den nicht platt gekriegt habe. Habe ich den in der DS-Version platt gekriegt? Anscheinend. Das wundert mich irgendwie. Wie auch immer, also. Dieser Red Hat fehlt hier. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil das unglaublich schwer ist, den da registriert zu kriegen. Okay, wie auch immer. Bei dem haben wir es jetzt geschafft. Also, man muss ihm mein Poku geben und ihn dann ankuckeln. Was wirklich klasse ist, aber hey. Diskutieren wir nicht darüber. Gut, dass niemand sieht. Obwohl, doch, ihr seht das alle. Was ich mit meinem Poku mache. Ich gebe ihm mal eben in irgendwie die Fänge von so einem komischen Monster und so, aber hey. Ich frage mich gerade, da geht's glaube ich nicht direkt weiter. Ich glaube, ich muss mich jetzt auf so eine Eisscholle setzen. Oh, das war eng. Oh, die wird kleiner. Hopsala! Das war ungeschickt. Oh, man hätte das auch so machen können. Ja, gut. Okay. Ich hätte auch einfach zurück auf die andere Seite gekonnt. Ich hätte die Sache gar nicht so umständlich machen müssen. Aber jetzt muss ich die Sache, glaube ich, so umständlich machen. Weil ich jetzt hier weiter muss, weil das da so aussieht, als ob ich da noch nicht hin kann, weil da diese Dinger, diese Stacheln sind. Okay, dann springe ich da so spät wie möglich drauf, weil das ja nicht, anscheinend nicht ganz gut ist. Ja, alles wird gut. Ach, oh, springen ist nicht meine Welt. Oh, eine History Scroll. History Scroll obtained. A scroll drawn by a celestial envoy. Die lesen wir uns doch gleich mal durch. Und zwar. Going home. Ah, there's no place like home, and home for me is Phong Tan. Humans can't come here for obvious reasons. I had to leave this place for personal reasons, but it's a great place. That old guy there, that's the sixth celestial envoy, my grandfather, Ishaku. He fought alongside Shiranui and saved Nippon. Der Grund, warum er da weggegangen ist, war übrigens sein Großvater, Ishaku. Weil die beiden hatten gewisse Differenzen, beziehungsweise sein Großvater hatte gewisse Erwartungen an ihn, die Isu nicht erfüllen wollte, und so kam das dann alles. Geh rüber.
sehe so viel. Geh mal weiter. Bleib nicht so lange in den Stacheln, sonst tust du dir noch weh. Ach so, okay, ich gehe mal hinterher. Ach so, er hat das noch gar nicht richtig. Jetzt hat das. Okay, das nehme ich ihm dann gleich eben kurz ab und dann mache ich das Ding, obwohl mache ich das platt. Eigentlich verlangt das mein Ehrgeiz ja von mir, ne? Seashell obtained. A shell from the Great Dragon Palace. Was auch immer die hier macht. Ich frage mich, was passiert, wenn ich auf den Eisschalen... Schorlen, genau. Ich bleib auch auf Eisschorle sitzen. Was auch, wenn ich auf den Eisschalen sitzen bleibe. Probiere ich gleich mal aus. Aber erst... Saufe ich nochmal kurz? Nein, ich wollte eigentlich sagen, erst... wollte ich hier nochmal kurz gucken, ob ich hier nicht doch irgendwie hinkomme. Aber sieht schlecht aus. Sieht sogar sehr schlecht aus. Oder? Oder warte mal. Kann man den Block da vielleicht wegmachen? Oder ist das Stein? Ich weiß es nicht. Ja, den kann man wegschmelzen. Ah, das ist gut. Dann ist vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht geht jetzt mal eine Seescholle darüber. Ja. Ich ersauf trotzdem. Okay. Das dauert immer so lange, bis Chibi endlich ersoffen ist. Ich bin echt nicht gut in diesen Jump-and-Run-Sachen. Bin ich echt nicht. Ganz und gar nicht. Okay. Jetzt muss ich erstmal ihn auf einen Knopf stellen. Dann muss ich mit Chibi hinterher, weil ich ja nicht hier rüber kann. Und dann muss ich mit Manpuku nochmal auf die andere Seite. Ja, ich weiß, dass nichts passiert. Das konnte man sich jetzt angesichts der Tatsache, dass da zwei Knöpfe sind, denken. gut. Dann bleibe ich jetzt bitte hier stehen. Und mein Poco geht rüber. Oder, ich weiß nicht, wie bewegt er sich? Der glitscht darüber in seinem komischen Kochtopf. Das ist echt der seltsamste Charakter, den ich bis dato hatte. Wahrscheinlich auch der letzte. Wenigstens gehe ich da mal ganz stark von aus. Okay, das funktioniert so nicht. So. Wir müssen erstmal kurz erwischen hier. In der Zeit kann ich schon mal da das Loch reinsprengen, was da anscheinend hingehört. Und ich muss den Part gleich beenden, sehe ich gerade. Geh mal hier hin. Hat er ihn? Ja, er hat ihn. Lass mich in Ruhe. Und lass ihn vor allen Dingen in Ruhe. So. Mein Poco geht immer noch darüber. Und ich brauche mehr Tinte. Jetzt muss ich auch gleich den Part beenden. Ich denke, ich drücke gleich eben auf Pause. Ja, ich drücke gleich eben auf Pause. Oder gehe ins Menü. Eins von beiden. Ah, okay, lass mir ihn hier. So, ich gehe ins Menü. Weil er mir sonst den Jungen wieder klaut. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!